Ja, hallo Leute, euer Mistladi ist wieder am Start. Nun im Hintergrund seht ihr von mir ein zusammengeschnittenes S2Z-Gameplay auf der Map Yemen mit der MP7 und Schalldämpfer. Ja, ganz vorab, ich werde alle Leute löschen, die sich in der Liste befinden von MrAdi390 und von AWG-380. Was es damit auf sich hat, ist folgendermaßen. Ich habe ja auch ein Video hochgeladen, eins meiner, ich sag mal, ersten Videos, und zwar diesen Prestige Master Glitch, den ich hochgeladen hatte, weil das für einen YouTuber, der ja nicht bekannt ist, beziehungsweise den keine Sau kennt, ausschlaggebend ein wichtiges Video war zu der Zeit, weil viele Leute das halt gesucht haben auf YouTube und dadurch wurde man halt schneller gefunden. Und auch da haben mich zu der Zeit Leute geaddet, die nur diesen Prestige-Glitch von mir haben wollten. Und ja, ich habe natürlich jetzt noch Leute bei mir in der Liste, die den nicht bekommen, beziehungsweise weil es gepatcht worden ist. Und die aber nicht dran teilnehmen an meinen Spielen und sowas, einfach in meiner Liste sind, aber ja, nie mitmachen bei irgendwas. Und deshalb werde ich alle Leute löschen, damit ich dann die Leute auswählen kann, die nicht mitmachen mehr. Damit ich nur Leute in der Liste habe, die bei sowas mitmachen möchten. Als Beispiel bei dem Account Lingling-Sack-Leis werde ich keinen löschen, weil der ist ja neu. Und da habe ich ja schon vorab gesagt, nur wenn ihr dabei mitmachen wollt. Und da ist es so, wenn ich bei Lingling die Party von geschlossen auf aufmache, es dauert noch nicht mal eine Minute und ich habe 18 Leute in der Party. So ist das da. Und so hätte ich das auch gerne bei AWG und bei MrAdi, dass man da schön zusammen coole Videos machen kann im großen Trupp und nicht immer nur 6, 7 Leute kommen. Ist ein bisschen blöd. Deshalb werde ich das machen. Aber bei MrAdi und bei AWG83 gibt es natürlich auch Leute, mit denen ich auch schon sehr oft Sachen zusammen gemacht habe. Und die werde ich nicht löschen. Also da vorab, die Leute wissen, glaube ich, Bescheid, welche ich dann damit meine. Die werde ich nicht löschen. Wenn es aber mal sein kann, dass jemand denkt, ich mache doch mit dir auch Videos zusammen, warum hast du mich gelöscht? Ist ja kein Problem, kann passieren, wird wahrscheinlich auch passieren. Einfach mich nochmal neu adden, dann klappt es. Zu dem neu adden und wann, auch eine Sache. Jetzt diesen Freitag am 26., ich wiederhole nochmal, am 26. April, diesen Freitag, werde ich alle Leute löschen um Punkt 17 Uhr und dann kann man mich wieder adden ab 20 Uhr. Die Freundsanfragen, die vorher schon kommen oder 2 Minuten vorher oder wie auch immer, die vorher vor 20 Uhr kommen, die werde ich nicht annehmen, die werde ich direkt die Anfrage halt nicht annehmen. Und ab 20 Uhr nehme ich dann die Anfragen wieder an auf den beiden Accounts. Bei Lingling werde ich keinen löschen, wie gesagt, da sind nur Leute drauf, die bei sowas mitmachen. Jetzt im Hintergrund in dieser Runde, das ist jetzt die letzte Runde, da habe ich extrem geschimmelt, hat aber auch so ein paar taktische Hintergründe gehabt. Natürlich, das ist Campen, auf jeden Fall, da will ich jetzt nichts hier irgendwie mich positiv reden, das ist Campen. Auf jeden Fall, aber das war nochmal so, da waren 6 Leute im Gegnertrupp. Meine Leute waren alle tot, diese Randoms. Ich hatte nur 3 Leute im Team, wir waren nur zu viert. Und die waren alle tot, die waren auch zu 6 alle und da sinnlos rumzulaufen, keine Chance. Außerdem waren das noch so arrogante Deutsche, die meinten hier halt auf, guck mal, die sind nur zu viert, die ziehen wir jetzt ab. Und da habe ich gesagt, ja komm, jetzt musst du die abziehen, damit die sich aufregen. Hab dann noch alle 6 weggebasht und da gingen die erstmal ab mit Rage-Modus und so, ne, ey, du Spast und so. War schon ziemlich unterhaltsam, auf jeden Fall. Aber da habe ich dann halt den Sieg für meine Leute geholt, für die Randoms halt. Ja, so viel dazu zum Hintergrund. Gleich wird noch im Hintergrund ein Zombie-Gameplay laufen, nach diesem Gameplay hier von Mutiert. Eine Runde, das habe ich mit dem Abonnent One Crazy Kill gemacht und mit Killer Burrito. Und die Runde war sehr, sehr geil, sehr spannend, sehr oft erschrocken und sehr schnell habe ich da manchmal gehandelt. Das ging auf jeden Fall sehr gut ab, hat extrem viel Laune gemacht, diese Runde. Die werde ich gleich im Hintergrund einblenden, da schön meine Kriegsmaschine genommen. Und jetzt kommen wir auch zu einem schönen, knackigen Thema im Hintergrund und zwar Livestream, meine Freunde. Wann mache ich einen Livestream? Bevor das Livestream-Thema losgeht, sage ich erst nochmal was zum Adden. Wenn ihr AWG bzw. MrAdi, einen von euch beiden, ich gelöscht habe, wenn ihr irgendwo da bei mir auf der Liste wart, dann, auch ganz wichtig, wenn ihr mich um 20 Uhr addet, nur ein Account adden. Wenn ihr eine Anfrage senden könntet, bei MrAdi, ihr fangt da an, ihr wollt den haben, sendet, ihr könnt senden, dann schickt nicht noch eine zweite an AWG, so unter Motto auf Nummer sicher gehen. Wenn ihr mich bei einem schon geaddet habt, die Anfrage geschickt habt, dann seid ihr da schon sicher. Deshalb nicht auf 2 adden bitte, weil das ist dann ja unfair, wenn wieder mehrere Leute auf meiner Liste sind. Das ist bei jetzt auch schon der Fall. Das will ich natürlich auch reduzieren, dass man wirklich nur auf einen meiner Accounts ist, weil es halt unfair ist, wenn dann ein Abonnent bei allen 3 Accounts immer mitzocken kann. Andere müssen immer eine Woche warten oder so, bis sie mitspielen können. Deshalb nur auf einen adden. Wer mich zweimal adden sollte auf beiden Accounts, sage ich jetzt schon mal kackendreist,
werde ich überhaupt nicht annehmen bei keinen Accounts. Bei keinen von beiden annehmen, also nur bei einen N. Okay. Kommen wir zum Thema Livestream. Und zwar werde ich jetzt ab den 6. Mai, so wie der Stand der Dinge ist, ich habe mich darum gekümmert und so weiter und so fort, werde ich ja einen Livestream haben, beziehungsweise eine 50.000 ja, Internetleitung haben, jetzt von 8.000 auf 50.000. Und dann werde ich einen Livestream auch machen. Ich denke mal, innerhalb von, ja, direkt danach, so 8. Mai, behaupte ich mal, hätte ich dann noch den Livestream. Würde dann nochmal natürlich ein Infovideo machen, beziehungsweise Facebook schreiben, yo, Livestream am Start, hier ist der Link und so weiter. Aber so wie es aussieht, werde ich, ja, Mai, spätestens 10. Mai, den Livestream auf jeden Fall haben. Es kann aber auch sein, weil ich halt auch dafür einen neuen Router brauche, weil meiner etwas zu alt ist und die 50.000 nicht schafft, einen neuen Router kaufen. Und dann kann es auch sein, dass mal ein oder zwei Tage in diesem Zwischenraum oder die Tage generell, wenn ich einen neuen Router habe, auch mal kein Internet habe. Deshalb nicht wundern, wenn ich mal irgendwie 2 Tage lang oder länger nicht online sein sollte, auf den Accounts generell, oder keine Videos mehr auf YouTube kommen, 2, 3 Tage lang oder so. Wie gesagt, nicht wundern, liegt dann daran, dass ich einen Router gerade am Installieren bin oder was auch immer und mich gerade um Internetverbindung kümmere und dann eine bessere Leitung habe. Dann werden natürlich auch nochmal die Videos schneller, ich kann die Videos schneller hochladen. Oh yeah. Und das Allerbeste ist, ich denke mal, meine Verbindung wird nie wieder spacken, hoffe ich mal, mehr oder weniger. Und da hat man auch natürlich noch geile Sachen wie Livestream. Und wenn der Livestream läuft, der Livestream flüssig läuft relativ, dann hat man da nochmal auch noch extrem viel Spaß. Das war jetzt richtig Schlack. Und da kommt der Zombie und Dropshot for the win. Und Hechtsprung in die Bombe und safe, bitches. Ja, richtig geile Aktion auf jeden Fall gewesen. Ja, werde dann halt den Livestream haben und bin da echt gespannt, Leute, wie das dann sein wird. Wenn ich dann eine Verlinkung mache, wie viele werden sich das angucken? Ich werde sehr wahrscheinlich bis jetzt vermute ich mal den Livestream bei Twitch machen. Und es ist halt so, dass bei Twitch muss man sich halt ja registrieren, was ich auch schon gemacht habe, alles diese ganzen Vorkehrungen habe ich schon getroffen. Aber soweit ich weiß, wenn man zugucken will bei dem Livestream, beziehungsweise wenn man da mir zugucken möchte, muss man auch bei Twitch angemeldet sein. Ist auch nicht schwer, einfach nur registrieren mit einer E-Mail, Passwort und so, und dann hat man da halt Login-Daten und kann da jeweils auch im Chat direkt live mit mir schreiben und so weiter. Natürlich ist es so, dass ein Livestream, beziehungsweise bei Twitch, dass es zeitverzögert ist, ne? Wenn ich jetzt hier zocke dann über Fernseher, dann kommt das irgendwie, ich sag jetzt mal, 5 Sekunden später an oder sowas. Also ist schon so eine kleine Zeitdifferenz. Aber es ist ja nicht so schlimm, denke ich mal. Das wird schon eigentlich ganz cool. Welche Leute mitspielen können beim Livestream mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich dann noch so einen Einweihungstag mache, wo ich so sage, yo, heute Livestream, die und die Leute können mitzocken beim Livestream, jetzt beim ersten Mal Livestream quasi. Und da bin ich einfach mal gespannt, wie das so wird, wie das ankommt, wie ihr Bock darauf habt, da mit live quasi dabei zu sein. Und ich denke mal, das wird schon eine ganz coole Sache. Das kriegen wir schon zusammen ganz geil hin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, wir haben jetzt die 5. Episode, habe ich jetzt hochgeladen. Und also wir sind bei der 5. Episode auf dem Kanal von dem Turnier, Mr. Ali sagt. Und ja, die Sache ist die, Leute. Ich habe alle 12 aufgenommen. Also ich habe alle 12 Episoden schon auf dem Rechner. Das Turnier ist quasi beendet. Natürlich werden die 12 Gewinner bzw. die 12 Episoden noch hochgeladen. Und wenn diese 12 Episoden auf meinem Kanal sind, dann werde ich die 12 Gewinner einschreiben mit einem anderen Account, werde die da adden, schreibe in der Freundesanfrage, yo, ich bin's Adi, Finale und so weiter, wissen die Bescheid. Und dann mache ich mit dir noch einen Zeitpunkt aus, Treffpunkt, also Tag, Uhrzeit und so weiter, wann wir das Finale aufnehmen. Also da muss keine Angst haben, irgendwie, dass das Finale verpasst oder sowas. Da werde ich euch auf jeden Fall anschreiben und dann passt das. Ich kann jetzt schon mal vorab sagen, dass das Finale auf jeden Fall entweder Freitag, Samstag oder Sonntag ist. Also auf jeden Fall so ein Wochenendtag, wo man kurz vor Wochenende ist oder halt im Wochenende, nicht jetzt in der Woche, weil da denke ich mal auch nicht alle Zeit haben und am Wochenende haben eigentlich immer so die meisten Zeit. Und dann kriegen wir es eigentlich ganz gut hin. Natürlich bekommt der Gewinner direkt in der Aufnahme auch dann die PSN-Karte, wenn er gewonnen hat. Ihr kriegt direkt den Code übermittelt. Zeigt im Video kurz den Code und gibt den ein und sendet den halt. Die Person wird halt den Code direkt eingeben und hat den Code. Unter Umständen kommt diese auch direkt nochmal wieder meine Party. Bestätigt auch nochmal, auch wenn man das im Video sieht, dass die oder der das Geld auf dem PSN-Konto bekommen hat. Und dann passt das eigentlich. Ja, da sind die Affen. Oh, werft die Affen los! Hab ich nicht mehr geworfen? Warte mal, ich habe die Affen noch geworfen, oder? Ich habe die eingesammelt und habe die Affen vergessen? Nein, oder? Ich habe die Affen vergessen einzusetzen, sehe ich gerade. Verdammt. Ja, die Affen sind total geil. Wenn man die wirft,
Dann, wenn ein Zombie reinläuft, schiebt er sofort und da liegt direkt ein neuer Affe. Den kann man wieder nehmen, wieder werfen. Wenn ein Zombie reinläuft, stirbt der Zombie wieder und da liegt er wieder ein Affe. Die ganze Zeit, bis durch den Affen kein Zombie stirbt. Das ist auch eine richtig geile Sache, der Affe. Ich habe den Affen vergessen. Egal. Trotzdem war es eine ganz geile Runde, hat extrem viel Spaß gemacht. So viel zum Livestream und so viel zum Freunde löschen. Wenn noch Fragen sind, alles weitere unten in den Kommentaren schreiben. Ich beantworte sofort die Fragen, wie immer. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, ihr wisst Bescheid. Alter, bin doch Robert und ich freue mich. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns. Bis dahin, euer Mr. Adi. Und dann sage ich noch, haut rein und ciao.